Viele Leute schreiben mir immer, dass sie meine Videos schauen, weil sie wissen, dass die Täter weit weg von ihnen sind und ihnen in echt nie etwas antun könnten. Doch was, wenn der Täter zum engsten Kreis gehört? Dies ist der Fall von Yuko und Hironobu. Unser heutiger Fall führt uns erneut zurück nach Japan. Auf dem Kanal behandeln wir öfters Fälle aus Asien, da diese für mich meist extrem faszinierend sind. Vor allem durch das Bild der japanischen Gesellschaft, welches als streng und diszipliniert gilt. Und falls ihr keine Fälle aus egal welchen Ländern verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, damit der Kanal weiter wachsen kann. Alles begann im Jahr 1981, als Hironobu in Shiba City in Japan geboren wurde. Die ersten 10 Jahre seines Lebens verliefen relativ unspektakulär, jedoch ließen sich seine Eltern im Jahr 1991 scheiden, weshalb er zu seinen Verwandten ziehen musste. Aufgrund der Scheidung und der neuen Lebenssituation wurden seine Schulnoten immer schlechter und er sah seine Mutter das erste Mal im Jahr 1993 wieder. Ihm fehlte es an Stabilität im Leben, weshalb er sich für die Highschool in einer anderen Stadt beworben hatte, jedoch flog er dort durch den Eignungstest. Er besuchte daraufhin die örtliche Highschool, wo seine Noten weiterhin schlecht blieben. Neben seinen schlechten Noten bekam er durch seine Freunde auch einen schlechten Einfluss. Wahrscheinlich durch seine Situation bedingt bestand sein Freundeskreis aus anderen Schülern, die keinen Respekt vor dem Gesetz hatten. Gemeinsam klauten sie ein Auto und Hironobu stahl oft Geld aus der Kasse des Lebensmittelladens, in dem er neben der Schule arbeitete. Als er erwischt wurde, nahm die Polizei ihn fest und er verbrachte einige Wochen in einer Jugendstrafanstalt. Nach seiner Freilassung fing er eine Beziehung mit einer Frau an, die kurze Zeit später auch schwanger von ihm war, weshalb sie auch heirateten. Es sollte erst viel später herauskommen, aber hinter verschlossenen Türen verprügelte er seine Frau mit einem Holzknüppel. Auch verschuldete er sich in dieser Zeit immer mehr. Aus offensichtlichen Gründen ging die Ehe in die Brüche und das Paar ließ sich scheiden. Kurze Zeit später fing er eine neue Beziehung mit einer anderen Frau an. Durch diese Frau lernte er dann auch ihre Mitbewohnerin Yuko Ishibashi kennen. Die beiden verstanden sich relativ gut, weshalb auch aus ihnen schnell ein Paar wurde. Hironobu hatte natürlich Hintergedanken bei dieser Beziehung. Wenn er es schaffen würde, dass Yuko ihn heiraten würde, dann könnte er seinen Nachnamen ändern und somit den Kredithaien aus dem Weg gehen. Yuko war jung, selbstständig und wollte einen Job, um sich selbst versorgen zu können. Sie sagte dem Antrag zu und wenig später ging das Paar zum Standesamt, um die Ehe offiziell zu machen. Beide nahmen daraufhin den Nachnamen von Yuko an. Yuko wusste, dass sie als erwachsen in der Gesellschaft akzeptiert werden würde, wenn sie Hironobu heiraten würde. Sie wollte schon ihr ganzes Leben als Hostess in einem japanischen Club arbeiten. Hostessen sind in Japan bezahlte Begleitungen für bestimmte Clubs, in denen reiche Männer mit ihnen flirten konnten und ihnen teure Getränke kaufen dürfen. Alles ohne physische Berührung oder ähnliches. Doch, wer war diese Yuko überhaupt, dass sie sich auf so einen Deal einlassen würde? Yuko wurde 1986 ebenfalls in Shiba City geboren. Sie war also 5 Jahre jünger als ihr Ehemann. Sie wuchs mit beiden Eltern, der jüngeren Schwester und ihrem Bruder auf. In der Junior High School hatte sie gute Noten und war sogar im Handballteam der Schule. In ihrer Freizeit verbrachte sie ihre Tage mit Lernen, Handballspielen oder mit Freunden. Erst als sie in die High School kam, änderte sich ihr Leben. Sie hörte mit dem Handball auf und geriet auch an fragwürdige Freunde. Sie arbeitete zusätzlich in einem Hostessenclub. Jedoch musste sie dort kündigen, als ihre Eltern das herausfanden, denn immerhin war sie zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig. Sie versuchte daraufhin von zu Hause wegzulaufen und wieder in Hostessclubs oder anderen Bars zu arbeiten. Ihre Eltern versuchten währenddessen vergeblich, sie zu einer Reformationsschule zu schicken, damit sie ihr Leben wieder in den Griff kriegen konnte. Aufgrund der vielen Fehlzeiten wurde sie dann von der Highschool geworfen und sie lebte mit einer Freundin zusammen, bis sie Hironobu kennenlernte. Vor der Ehe führten die drei also eine Art Dreiecksbeziehung, jedoch wurde auch ihre Freundin irgendwann schwanger von Hironobu. Da er aber nicht für das Kind sorgen wollte, entschied sich das Paar dazu, die Schwangerschaft abzubrechen und sich zu trennen.
So blieben nur noch Hironobu und Yuko zurück, die dann heirateten. Das war im Jahr 2003. Yuko war 16 Jahre alt und Hironobu 21. Beide heirateten aus Gründen, die nichts mit Liebe zu tun hatten, und beide merkten relativ schnell, dass sie sich gar nicht wirklich leiden konnten. Yuko zog daraufhin aus und ließ ihren Ehemann alleine. Da Hironobu aber immer noch Probleme mit Kredithaien und Geld hatte, sagte er zu Yuko, dass sie ihm einen Teil ihres Gehaltes geben müsste als Dank dafür, dass er ihr geholfen hatte, den Status einer Erwachsenen zu bekommen. Yuko drohte ihm daraufhin und sagte, sie würde die Polizei rufen und ihn von der Scheinehe erzählen. Hironobu sah keinen Ausweg aus der Situation, da er wusste, dass er ins Gefängnis gehen würde, wenn alles ans Tageslicht kommen würde. Deshalb beschloss er, dass es nur einen Weg aus der Ehe gab. Er fing an, das perfekte Verbrechen zu planen. Zumindest in seinen Augen war es perfekt. Am 20. September 2003 rief er Yuko an und sagte ihr, dass er sie von der Arbeit abholen würde, da die beiden über etwas Wichtiges sprechen sollten. Bevor er dann zu ihr fuhr, erzählte er vier Freunden aus der Schule, dass Yuko planen würde, seine Freunde bei der Polizei zu verpetzen wegen der Diebstähle, die sie gemeinsam begangen hatten. Die Freunde sahen zu Hironobu auf und klebten an seinen Lippen, wenn er etwas erzählte, weshalb sie sofort dabei waren. Er sagte ihnen, dass sie zum Shiba City Friedhof fahren und dort auf ihn und Yuko warten sollten. Zuvor kauften sie noch 10 Flaschen Brandbeschleuniger. Am 1. Oktober 2003, gegen 2.30 Uhr nachts, war Yuko dann mit ihrer Schicht in der Karaoke-Bar fertig. Hironobu wartete bereits vor der Tür mit seinem Auto und gemeinsam fuhr das Scheinpaar los. Er fuhr mit ihr zum Friedhof, wo die vier Jungs auf sie warteten. Sie öffneten die Autotür, zogen Yuko raus und fingen an, auf sie einzuschlagen und sie zu treten. Yuko war verwirrt und rief nach Hilfe. Zu ihrer Verwirrung gesellte sich Hironobu zu den vier Männern dazu und fing an, mit einem Hammer auf Yuko einzuschlagen. Irgendwann lag sie dann blutend und weinend auf dem Boden. Gemeinsam holten die Männer einen 70 Kilo schweren Grabstein zu ihr und ließen ihn immer wieder auf ihren Kopf fallen, bis ihr Gesicht nicht mehr erkennbar war. Danach übergossen sie sie mit dem Brandbeschleuniger und zündeten ein Feuer an. Gegen 3.30 Uhr flohen die vier Männer und Hironobu dann vom Tatort. Am nächsten Morgen um 7 Uhr fand ein Jogger dann die verbrannten Überreste von Yuko und rief die Polizei. Durch Fingerabdrücke konnte sie dann identifiziert werden. Bereits einige Stunden vorher hatte Hironobu seine Frau als vermisst gemeldet. Er hatte der Polizei erzählt, dass er sie am Bahnhof abgesetzt hatte, da sie sich mit einem Kollegen treffen wollte. Er hätte aber nicht gewusst, wer der Kollege sei, und Yuko hätte ihn auch nie angerufen nach dem Treffen. Wir alle wissen, dass er die ganze Geschichte erfunden hatte, um von sich abzulenken. Jedoch dachte er, dass er den Verdacht damit von sich ablenken könnte. Er gab sogar ein Interview im japanischen Fernsehen, bei dem er über das Verschwinden sprach. Vielen Japanern fiel dabei sofort auf, dass er nie Yukos Namen nannte oder sie seine Frau nannte, sondern immer nur das Opfer. Sogar der Polizei fiel dieses kleine Detail auf. Nachdem er dieses Interview gab, wurde er von der Polizei zur Station gebracht, um einige Fragen zu beantworten. Er erzählte den Polizisten, dass Yuko finanzielle Probleme hatte und auch, dass die Ehe nicht so gut lief. 5 Tage nach dem Fund wurde er und die vier Männer dann verhaftet. Auf einer Videokamera konnte man sehen, wie die 5 den Brandbeschleuniger kauften. Auch die Scheinehe konnte schnell aufgelöst werden, da nicht mal Yukos Eltern von ihm wussten. Die 4 Männer gaben nach der Festnahme die Tat auch sehr schnell zu. Als Hironobu dann mit den ganzen Beweisen gegen ihn konfrontiert wurde, gab auch er die Tat zu. Der Prozess gegen die 5 Männer endete im Februar 2005. 3 der 4 Männer bekamen eine 10-jährige Haftstrafe. Der 4. stritt die Beteiligung an der Tat ab und bekam eine 3-jährige Haftstrafe. Hironobu bekam sie lebenslang. Er sitzt noch immer im Gefängnis und wird den Rest seines Lebens dort verbringen. Immerhin bekam er am Ende die Sicherheit vor den Kredithaien, die er immer wollte, auch wenn er es sich anders vorgestellt hatte. Gute Nacht und bleibt gesund.